Meisterfehl ist sehr beschäftigt. Wollt ihr ihn trotzdem sehen? Ja. Passt auf, seht ihr diese Linie? Stellt euch dorthin und setzt G ein. Wenn der Baumstamm fällt, bringe ich euch zu Meister Fee. Kriegerkämpfe mit Waffe in Kung Fu bedeutet euch nichts. Großartiger Kick. Wo der dritte wächst kein Gallas mehr. Ich bewege mich zu schnell. Ihr könnt mich mit Eulenwaffe nicht läffen. Versucht es nur noch. Meister Phil hat mit Weizi etwas Wichtiges zu besprechen. Ihr könnt sie jetzt nicht stellen. Dieter zu trainieren ist es schmerzhaft. Was trotzdem? Ich hab zu schnell weggeklickt. Trotzdem mache ich weiter. Ja, auch wenn man Muskelkater hat, sollte man trotzdem immer Sport weitermachen, ja. Das war ein guter Schlag und überrascht mich Klieger. Sogar Klieger sind gekommen, um das Kung-Fu der Fee-Schule zu lernen. Das beweist, wie berühmt sie ist. Eigentlich nicht. Ihr seid die Klieger, die hier lernen wollen? Meister Fee treffen zu wollen, ist zu viel verlangt. Könnte ich denn eigentlich theoretisch hier rein? Versperrt. Okay, stellen wir uns an die Linie. Bam! Was hast du getan, Klieger? Dieser Klieger hat Ski eingesetzt. Er stand an der Linie und der Baumstamm ist umgefallen. Er kann Kung-Fu? Kannst du Kung-Fu? Nein, Psy-Energie. Unglaublich, dass jemand, der kein Kung-Fu beherrscht, Chi einsetzen kann. Ah, was ist geschehen? Die Tür hat sich von allein geöffnet. Feuzi, warte! Bist du besorgt, weil zu sperrt ist? Er wird sich auf dem Weg von Ladentempel verspätet haben. Keine Sorge. Irgendetwas stimmt nicht mit zu. Ich kann es fühlen. Ah, Feizi. Sind es wieder deine Kläfte? Sag mich diese Edelstein, die vom Himmel fielen, berührt haben. Habe ich schlimme Vorahnungen? Du sagst, dass du Böses fühlst, seit du diese Mächte der Prophezeiung besiehlst. Du hast es mir bereits gesagt. Das glaube ich nicht, Warzi. Deine Visionen sind nur purer Zufall. Aber meine Visionen haben sich oft bewahrheitet. Ich hatte eine Vision vom Wald von Mogal und sie wurde wahr. Ja, deine Vorhersagen trafen ein, Feizi. Es war sehr überraschend. Die Flut in Alit. Habe ich sie nicht auch vorhergesagt? Vorhergesehen? Alle von Feizis Vorhersagen sind eingetroffen. Siehst du, Falte? Ich habe das alles gehört. Ich war auch überrascht, aber trotzdem bleiben es Zufälle. Du glaubst es noch immer nicht? Zu ist's bad. Deshalb bist du in Sorge, aber hänge dennoch keine trüben Gedanken. Du hast doch Leute ausgesandt, um Xu zu finden, nicht wahr? Störlicher alter Esel! Was sagst du da, Feizi? So solltest du nicht mit deinem Vater sprechen. Ich werde niemanden flaggen, dann gehe ich halt allein. Es ist zu gefährlich. Sie geht trotzdem. Ja, so sind Frauen störrig.
Ja, Meister Fell, falls ist was Hundel. Nein, wirklich. Wir haben nur alle gesehen, wie sie rausgegangen ist. Falls sie war sehr zornig. Sie war regelrecht furchterregend. Und die wie wir schon von Tales of Phantasia kennen, ist die Bosartigkeit einer wütenden Frau tödlich wie Gift. Zul ist in Gefahr, falls sie will ihm helfen. Falls beherrscht Kung Fu, sie wird das schon schaffen. Falls sie ist allein, sie kommt nicht weit. Sie wird ohnehin bald aufgeben. Lass sie bis dahin in Frieden. Dieser Baumstamm, er fiel. Was ist geschehen? Das war dieser Krieger. Er hat Chi benutzt. Krieger, du kannst Chi benutzen? Nein, Psynergy. Krieger, das ist du. Krieger, das ist Unsinn. Du hast Chi benutzt. Mach es normal. Okay. Zeig mir den Chi, Krieger. Synergy! Ja, der Baumstamm ist gefallen! Meister, habt ihr gesehen? Der Krieger hat Chi benutzt. Das Chi des Kriegers ist ausgezeichnet. Seid ihr überrascht, Meister? Was ist los, Meister? Der Krieger hat den Baumstamm umgeworfen. Das kann ich bestätigen. Stimmt mit dem Chi des Kriegers etwas nicht? Des Kriegers, ja. Was der Krieger benutzt hat, war kein Chi. Psynergy! Was? Es war kein Chi? Es ist zwar sehr ähnlich, aber es ist kein Chi. Krieger, warst du im Fujin-Tempel? Ja. Ah, ich wusste es. Was hat Chi mit dem Fujin-Tempel zu tun? Ich habe mein Chi von Meister Hama vom Lama-Tempel gelernt. Dann ist es doch dasselbe wie Chi, oder? Sehr ähnlich, aber trotzdem anders. Chi konzentriert die Energie des Körpers in deine Hand, um sie dann an einem entfernten Objekt freizusetzen. Du Krieger, hast Energie benutzt, die aus deinem Geist kommt. Verstehst du? Ja. Dieser Krieger ist weise. Etwas mit der Kraft des Geistes berühren zu können, erfordert bloße Weisheit. Das Ki von Fujin entfesselt die Energie des Geistes, während Chi die Energie des Körpers entlädt. Die Energie des Körpers sind glänzend gesetzt, aber mentale Energie sind wesentlich freier. Trainiere dein Ki, es wird sehr stark werden. Gib dein Bestes, Krieger! An die Arbeit! Übt! Chi mag seine Glänzen haben, aber jeder kann es benutzen! Übt! Übt, bis ihr eure Chi beherrscht. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nur das. Kann es ein so junger Krieger wirklich schaffen? Das ist schwer zu glauben. Sagt die anderen noch das zu? Chi zu lernen ist schwer. Ist sehr schwer. Meister Fee ist erstaunlich. Dein Chi ist das des Fujin-Tempels, wodurch unterscheidet es sich von unserem Chi. Das ist kein Chi! Psynergy! Fetzi ist nicht mehr in der Feenschule. Jetzt ist es hier sehr einsam. Ja, sie ist nicht mehr in der Feenschule. Jetzt geht sie auf die Hexenschule. Geht auf der Seinstraße geradeaus, durchquert den Canyon und ihr seht den Lama-Tempel. Es ist mir egal, ob es das Chi von Fujin oder Kung Fu ist. Ich muss es lernen. Meister Hamas Chi kann Felsen spalten. Meisterin, kann das Meister Su auch?
Krieger, du benutzt Waffen und Ki. Du bist sehr gefährlich. Und Jens? Ich wollte gerade Elementargeister sagen. Dam, dam, dam. Heute sorgt das nur um Meister zu. Wozu? Das macht mich ein wenig eifersüchtig. Oh. So, jetzt wo er weg ist, mal hier einbrechen. Kann ich eine der Frischräume mitnehmen? Nein. 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 Ich hätte gern sowas wie ein Inn. Oh, hallo. Alleine Richtung Westen zu gehen ist sehr gefährlich. Ich muss mal ihn finden, der mich in den Westen begleitet. Wir? Ihr seid die Krieger aus der Schule. Seid ihr Starke-Krieger? Ja. Es freut mich, Starke-Krieger zu sehen. Ich hoffe, ihr geht nach Westeln. Und kein Inn. Schicken traurig, knackig um. Aber ich kann ihr trotzdem Gebage. So, die anderen waren voll, ne? Ja. Und da haben sich die Djinns hier verbunden. Alle jetzt, oder? Ja. So, gib mir Feinde. Neptunoid. Oder Moby Dick. Krasse Hydropumpe. Siegel! Ist Isaac wieder wirklich schneller? Schnell, 82. Isaac! Mia, du musst dich mehr anstrengen! Laufe, laufe und werde schneller, ne? So, ist hier oben noch sonst irgendwas? Nein, ich schon mal nicht. Was willst du schon mal für eine Schwäche? Ach, egal, ich hab nicht genügend. Synergie! Pepe! Paulchen Panther! Die Leiste müsste eigentlich rosa werden. Tschüss. Jetzt ist mir auf einmal wieder schneller als Isaac. Oder wie? Oder weil Isaac ausgesetzt hat, dass sein Gegner besiegt wurde, auf den ich gesagt habe, ey, greif du den da an. Nee, da ging's nur. Okay. Warte. Sturmblitz, du hast was Neues gelernt. Habt ihr anderen auch was Neues? Feuerball. Regenschauer. Garrett konnte seine Attacke nicht einsetzen. Dam, dam, dam. Um sie mal zu demonstrieren. Okay, gehen wir nach Westen.
Und die anderen greift so an. Siegel! Zombie-Schwächen oder... Keine Ahnung. Und sie steht immer noch. Siegel, aber nicht mehr lange. Und wieder eine Nuss. Eine Nuss. Eine Nuss.